Fährt und saufen geht mit seinem Bruder. Krank, ne? Kranke Welt. Wie ging die? Jetzt habe ich aber nichts So. mehr zu snacken. Ey, toll, jetzt habe ich gerade Asen mehr angemacht. Habe ich mir zu essen. Da musst du ja noch was holen. Ja, was soll ich mir holen? Soll ich das nochmal bestellen oder was soll ich das noch ein bisschen aufnehmen? Genau, Domino's Pizza. Verfehl mich nicht. Verfehl mich nicht. Ich habe schon heute einmal bestellt. Ja, das hast Ja, du Subway, hab ich bestimmt. schon gesagt. Ach so, ach ja. Ja, hier Ich Eichhörnchen kann ja drin. auch, ich kann euch auch warm. Ich erkläre, was ich jetzt Subway bestellt habe. Ich habe bestellt einen 30 cm. Oh. Also erstmal, nein, erstmal habe ich 30 cm bestellt. Und Danach was halt hast den du da für Sub ein Sandwich gehabt? bestellt. Erst habe ich 30 cm bestellt und dann ein Sub. So. So. 30 cm Sub mit Honey Oat Brot getoastet mit Chicken Teriyaki, Cheddar, Mais, Kopfbergsalat, mit Caesar Soße, dann drei Cookies, zwei Caesar? Macadamia Nuts, zwei Macadamia Nuts Cookies und ein der war mit Smarties Alter, oder was ist das so, denn für keine ein Ahnung. Brötchen gewesen? Dann noch, boah, die waren, ich habe die noch nie probiert, aber die waren geisteskrank lecker. Da Was waren kostet so ein so Sandwich? kleine, kann ich dir sagen, warte. Ich habe bezahlt, ja, bezahlt. Charles Auf jeden Leclerc! Fall. Ich habe bezahlt. Leclerc! 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 Ich habe bezahlt. Sag jetzt, ich glaube, ich war irgendwie bei 20, 22 Euro. Für ein Sandwich. Nein, nochmal für ein Sandwich, für drei Cookies und für sechs Nacho Chicken Bites. Oh, Junge! Aber das Ding ist, das war voll die Verarsche. Die Und waren dann so hast du hier klein. gerade dort Die waren so Schokobrötchen klein. Die waren zwei. Aber das war ja auch heute Mittag. Ein bisschen Wie heißt Roast das? Beef, ein Hühnchen, eine Pizza. Ja, ich meine heute Morgen. Ein Diese, bisschen warte, Roast diese, Beef, ein diese Hühnchen. Nacho Bites, die waren so klein wie eine Fingerkuppe, ey. Da habe ich mich voll verarscht. Ich wollte extra keine 9 bestellen oder 12, weil ich mir dachte, ja komm, 6 reichen, wir werden es satt machen. Ich mach die Packung auf, die sind mini, mini, mini. Das waren Miniaturen Nacho Bites. Ich verarscht gefühlt, ey. Ey, aber Respekt an meinen Lieferant. Der ist innerhalb von, ich glaube, 20 Minuten bei mir gewesen nach der Bestellung. Das war krass. Ich war noch auf dem halben Weg nach Hause von der Berufsschule. Ich saß noch da, bestellt. Und irgendwann bin ich war noch 10 Minuten oder so entfernt. Steht da 5 Minuten entfernt. Ich so, was? Und aus dem Bus, als ich dann ausstieg, bin direkt nach Hause gesprintet. Und ich bin nach Hause angekommen. 5 Minuten später kommt der. Easy. Das war meine Story. Nico, erzähl mal eine heftige Story. Ich habe gerade Pizza gegessen. Was für eine? Dominus? Ich habe Margherita gegessen, Speziale und Diavolo. Was? Alter, zwei Ofpizzatisch war ich auch, Alter. Drei. Ah, ich dachte Dominus. Aber ein bisschen habe ich noch was für meine Freundin übrig gelassen. Hat er so ein Stück übrig gelassen? Ein Stück von jeder Pizza. Ja, von jeder Pizza da die Hälfte. Sympathisch. Boah, kann ich auch so viel fressen? Erzähl nicht so viel über Pizza, sonst kommt der Julian vorbei und snackt sich das. Da muss ich halbe halt Stunde einfach später im hört Ofen mich, landen. Jungs, ich hab Essen bestellt. Nein, ich hab gar kein Fall bestellt, das wäre. Nee, nee. Hör auf mich zu verführen. Ich hab noch Hunger, aber hör auf mich zu verführen. Erzählst du das Essen zu Hause, als klingelt es bei dir da aus. Hier steht da Ja, ich sag Jungs, ich bin kurz weg, auf einmal hört man, wie ich irgendwann abstelle und kann noch was aufmachen, fangen zu schmatzen. Nee, und meine Mutter oben kam ich gesehen, Kartoffelpüree gemacht. ja, das ist haust ja auch noch rein heute. Das wollte ich mir auch gleich, ja. Oh. Ich hab ja sonst nichts gegessen. Was hab ich sonst gegessen? Das war quasi mein Frühstück, was ich heute Mittag gegessen habe. In der Schule habe ich nichts gegessen. Ich war ja quasi eh nur 4 Stunden da. Plus die halbe Stunde, da habe ich Test geschrieben. Ja, Berufsschule ist anderes Leben, ey. Das ist ein geiles Leben. Das ist so ein Kontrast zum Arbeitsleben, ey. Das ist so krass. Wenn du dann noch einen geilen Betrieb hast, Ja. das ist ein geiles Leben. Bei mir war die Schule echt ein Segen, weil mein Betrieb war echt scheiße. Ist auch kacke. Ich liebe auch Schule. Und das Problem ist, nach den Sommerferien habe ich schon noch einen Tag in der Woche Schule. Ich glaube, das ist dann immer mittwochs. Es waren echt zwei Tage Urlaub in der Woche. Ich verstehe auch nicht, die Leute mit Klasse. Ich
ich habe auch mal Tage, habe ich keinen Bock. Aber setze mich in die Klasse rein und irgendwas Witziges wird immer passieren, wo ich mal wieder lache und wieder kriege ich Bock. Und dann habe ich wieder Bock auf Fremd. Also ich verstehe gar nicht, was man sagt. Ich hatte noch nie Bock auf Fremd. Ich hatte in der Gesamtschule komischerweise immer Bock. Ich war nie krass. In der Schule sind immer so dumme Kinder und die nerven und... Ja, wenn du auch noch weiter von der Schule gehst, dann ist was anderes. Ich wollte gerade sagen, das ist ja was anderes, wenn du Nein, auch in der Ausbildung. Nein. Nein. Also ich meine, okay, da hast du schon deine komischen Leute, aber... Es will nie immer jemand was machen. Weißt du, es ist kein Problem, wenn man Quatsch macht und so, weißt du? Aber immer dieses Abwesende und dann dieses... Ja, aber das sind genau die Leute, die haben drei Jahre auf die Schnauze fallen. Walla, ich hab schon wieder diese TikTok-Hurensohn, hab ich schon wieder... Walla-Krise! Walla, ich hab da keine Lust mehr. Ja, aber guck mal, das sind genau die Leute, die im Unterricht nur abfacken, sind die, die es in 3 Jahren dann auf die Kultur kriegen. Muss einfach dein Ding da machen. Das sind die Leute, die nach einem Jahr abbrechen. Ja, oder die. Ja. Und davon sind bei mir Gott sei Dank alle weg. Jetzt, die noch in meiner Klasse sind, eigentlich ist jeder. Ja. Ist kein Penner mehr. Ja, genau, eine Berufsschule, die ersten 3-4 Monate, hey, da war, hat sich ja klasse halbiert. Haben die Sachen, die man schleppen muss oder was? Bei mir nach Eibär. Das erklärt so. Aber das Ding ist, die in meinem Betrieb meinten, jeder auch die Gesellen meinten, warte noch locker bis zum Ende, Mitte, Ende, zweites Layer, dann meinte der, werde ich noch viele verabschieden. Nee, glaube ich. Also, wenn du schon ein Jahr oder eineinhalb Jahre gemacht hast, dann ziehst du es eigentlich auch durch. Kann immer mal irgendwer aus abwählen, sag ich ehrlich. Also, aber das Ding ist, ich glaube, in meiner Klasse ist jeder schon auf jeden Fall jetzt noch, der dabei ist, wird keiner mehr abbrechen. Ansonsten wäre das sehr, sehr anders und nichts. Weil eigentlich jeder, der da ist, will durchziehen. Guck mal, du hast ja schon so viel Zeit reingesteckt. Da musst du ja was Neues suchen. Da musst du vor allem erstmal deinem neuen Betrieb sagen, was du willst. Ja, da musst du erstmal deinem neuen Betrieb sagen, warum du die alte Ausbildung abgebrochen hast. Ja, du sagst ja, ich hatte darauf keinen Bock mehr. Aber das ist dann so, dann denkt sich der Chef, ja, warum soll das jetzt anders sein? Warum soll ich dich jetzt einstellen, wenn du nach 3 Monaten sagst, du hast keinen Bock mehr? Ja, aber ich habe ja nicht nach 3 Monaten gesagt, ich habe keinen Bock mehr, sondern nach 1,5 Jahren. Wenn ich jetzt abbrechen würde. Es gab auch Phasen bei mir in der Ausbildung, wo ich mir gedacht habe, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Beruf. Ich schwöre, erst oder auf den Betrieb oder in den Betrieb oder whatever. Aber ich habe dann gesagt, ja komm, jetzt hast du aber schon angefangen, jetzt ziehst du es auch durch. Danach kannst du ja überlegen, was du machst, aber Ausbildung sollst du schon durchziehen. Wer steht nicht auf der Strecke, was soll das denn? Mach ich denn jetzt? Ich langweile mich so tot. Junge, du bist aber auch ein Schwein heute, ne? Ein bisschen Luft im Bauch. Ja, ein bisschen viel Luft im Bauch. Turbolader, ey. Andere Turbo machen. Oder. Und Lukas macht. Bist du in Nissan mal hier fahren? Echt, hört man das? Meine schon. Das ist so. Leider haben wir keine Supra hier. Ich weiß, wenn ACC eine Supra hätte, ich muss Supra fahren. Hätte ich so Bock drauf. Ja, was mache ich denn jetzt? Oh, komm, ich spiel Ghost Breakpoint. Das habe ich mir runtergeladen. Das teste ich jetzt. Oh, Junge, ist ja gut. Wir haben es Steckdose runtergeschaltet. Was hast du? Wie gesagt, wir haben es gecheckt, du hast runtergeschaltet. Fahrtbremse.
Aber Julian, wenn dein Lenkrad doch jetzt funktioniert, kannst du Das ja. funktioniert. Dann kannst du ja nächste Woche mit Valencia mitfahren. Nö. Also nicht nächste Woche, in 2 Wochen. Keine Lust, das ist das letzte Rennen der Saison. Ist das ein Trainingsrennen? Das wäre Montag das Trainingsrennen, ja. Dann melden wir dich zur neuen Saison an. Gott, ich in der Liga reinpacken, ey. Ich werde doch eh nur letzter, aber ich bin für niemanden wichtig, gar nichts, wenn ich. Was soll ich damit machen? Hä, es geht doch nicht um die anderen. Um dich. Wo geht's denn da um mich? Bin ich was Besonderes? Nein. Nein, aber du fährst für dich. Du sagst doch nicht, ja, ich fahre nicht mit, weil. Ich sag für mich, ich fahre für mich und fahre gegen die Wand. Was soll ich machen? Ich bin wieder da. Nico, red jetzt mal hier den Julian, nächste Saison mitzumachen. ACC. Ist nicht, bitte nicht. Nochmal! Doch, wobei, doch. Tu bitte Black Sheep GP etwas Gutes und fahr mit. Ja, doch, das ist eine gute Idee. Ja. Weil ich bin. Fangen wir mal so an. Black Sheep GP ist von der RRL, glaube ich, also mit GT Sport, glaube ich, ein Gründungsmitglied von den Teams. Das hat Lukas dann recht früh übernommen. Ich glaube in den letzten 2 Saisons. Letzte, ja, was heißt übernommen? In GT7 habe ich es ein bisschen ausgebaut. GT-Sportsaison. Ich habe aber ein paar Fahrer geholt. Dann weiter ausgebaut und jetzt für aktuell 3 Black Sheep GP Teams in ACC. Und in GT7 aber auch eins. Oh Gott. Oh Gott. Oh da Gott. Fährt Obi und Snus. Oh. GT7. Also was ist die Black Sheep GP? Black Sheep GP ist das Team, wofür unter anderem ich fahre. Und Lars und Jan und Philipp. Auch mal Lars ist, ja, Jan. Ja, Lars ist Snooze, mit dem hast du dich auch schon teilt. Ah ja, schön. Mit dem Dehnungssee. Westfälisch Dehn, ja. Ja, westfälisches Dehnungssee, genau. Warum soll ich aber mitfahren? Warum tue ich dir da einen Gefallen? Ja, warum denn? Weiß ich auch nicht. Aber ist doch cool, wenn du mitfährst. Ja, aber ich bin nicht gut und ja, ist doch scheiße. Du wirst nicht letzter, verspreche ich dir. Ich werde am Ende der Weltmeisterschaft. Vorletzter. Ja. Nicht mal das. Du machst das. Wenn du mitfährst und ja, einfach ins Ziel kommst, dann wirst du am Ende der Saison nicht letzter werden. Verspreche ich dir. Das ist halt tatsächlich Übungssache. Also das letzte Rennen. Im Endeffekt kannst du gegen Philipp fahren, Chakotay, das also, so. Also das, was ich Maischwert. Am Montag, das was ich am Montag von Bulmers gesehen habe, den hast du locker in der Tasche. Einzel? Ja. Den hättest du selbst überrundet. Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Ich hab bei dir den. Deinen weißen Controller haben. Das wird langsam Krampf. Mit meinen Anschlüssen. I don't always die when playing. I never die when I'm playing video games. When I have play video games, I have straight into the wall. Schatz, gamers don't die, gamers respawn. Gamers don't die, proof, gamers straight into the wall. Das wär ich mir auf meinem Motorradfahrt. But when I do motherfucking stupid piece of shit game, broken ass controller. Fuck, like. Fuck. Dankeschön. Ist das der Porn-Version oder. Die Sexy-Version. At least. Wer ist Sexy-Version? Ja, dann ist.
Komm, Julian, dann machen wir gerade mal ein bisschen ACC-Training. Ich überleg's mir. Willst du aber nicht mit Lars in die Party? Ich wollte gerade sagen, mit Nico RCC-Training, lässt du vom Besten. Ja, warte, ich komme gleich. Ja, wollen wir Blacksheep-Party aufmachen? Wieso, du fährst doch rein. Lars hat ja schon trainieren. Ach, der hat schon offen, habe ich gesehen. Ja, lass doch reingehen. Ich trainiere doch nur. Was soll denn ich mit Nico da drin? Ja, willst du jetzt alleine mit... Wer hat alleine? Hätte ich jetzt eingeladen. Ich hätte dich jetzt mitzugenommen. Kannst doch mitkommen. Mir ist es wurscht. Ich kann auch nochmal Skippy mit dazu nehmen. Ich glaube, ich kann aber nicht. Ja, okay, dann nimm den Skippy zu dir. So, okay. Mir ist egal, wie du willst, Nico. Ja, drehen wir einfach mal ein paar Runden. Nicht viel, einfach ein paar. Ja, ich gehe mal zu Snooze in die Party, wenn ihr wollt, könnt ihr nachkommen. So. Ich verabschiede mich, ich komme nach dem Rennen, wenn ihr hier seid, komme ich nochmal wieder. Ja, komme ich. Bin ich. Ja. Bis später. Alak Abu. Wenn das hier mal lädt. Wenn. Ja, der Beitritt zur Party, der lädt bei Snooze. Solange ist diese Stille hier, das. Oh. Hallo Lukas. So, mein Freund. Und Kupferstecher. Ich Kupferstecher. Das ist schon wieder was du nicht kennst. Kupferstecher habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Hat das was mit Kleingeld zu tun? Nee, das Leute, die früher die Druckvorlagen aus Kupferplatten gestochen haben. Guck mal, ich bin 10 Sekunden in der Party, schon habe ich was gelernt. Bildungsauftrag abgeschlossen. Nee, abgeschlossen ist er bei euch noch lange nicht. Glaube ich auch. Aber ich habe noch Hoffnung für euch. Oh, das ist nett. Halt aber nicht zu stark dran fest, ne? Wolltest du nicht eigentlich jetzt schon unterwegs sein? Unterwegs? Wohin? Ring? Nein, fahren Samstagmorgens. Hattest du doch mal gesagt, irgendwie wurde es ein paar Tage vorher eigentlich schon. Ja. Wir waren uns da nicht so ganz sicher. Das Problem ist halt, wir haben halt keinen Wohnwagen. So, und dann da mehrere Tage da auf zu sein, ist halt dann. Weiß ich nicht. Schade. Welche Wohnwagen hätte, wäre das alles ein bisschen anders. Dann würde ich das machen, so montags hinfahren und dann. Aber ich sag jetzt mal, da eine Woche im Zelt schlafen, das weiß ich nicht, das sehe ich nicht. Okay. Wisst ihr, das wäre für mich als alten Pfadfinder überhaupt kein Thema. Und Maiko ist eingeschlagen. Maiko machte am Montag nicht so den ganz allerbesten Eindruck auf der Strecke, ne? Ja, ich auch nicht. Ja, aber Maiko. Bin auch ehrlich, so richtig motiviert und Lust habe ich nicht. Konkurrenzfähiger A-Fahrer. Eigentlich. Ich bin so froh, wenn das hier heute rum ist. Ich sehe das schöne Wetter draußen, ich würde so gerne Motorrad fahren, ey. Aber hier ist auch schönes Wetter. Ja, ein scheiß Ort. Ey, die Colts kommen von hier. Nee, war das Indiana oder Indianapolis? Ach, komm. Egal.
Auf jeden Fall bringt jetzt nebenbei Nico Julian ACC noch mehr bei, damit er nächste Saison ready für die B-Serie ist. Wem bringst du das bei? Nico bringt das gerade Julian bei. Das wird lustig. So. Der war doch schon mal hier mit in der Party. Richtig. Ne? Richtig. Da habe ich gesagt, ja, wenn du mit Nico trainierst, dann lernst du vom Besten. Dann lernst du alles dem die Schuld zu geben, nur an dir selber nicht. Ich bin ja immer noch schneller als du. Hey, auf der Strecke, ganz ehrlich, das wirst du auch gewinnen. Gegen mich. Ich schieße hier irgendwer ab. Und dann war es dann wieder bei mir mit dem Rennen. So, ich komme hier auf diese Strecke, komme ich gar nicht klar. Das ist nur Katastrophe. Ich komme mit den Reifen keine halbe Stunde lang. Das ist. Die fangen nach 25 Minuten an voll an zu rutschen. Und dann muss ich zu früh in die Box und dann habe ich die letzten 10 Minuten des Rennens ein Problem. Ja, das habe ich ja am Montag noch ihr Philipp gesagt. Das hilft nichts, ne? Dann hast du nachher umso länger das Problem. Oh. Den Reifen früher in die Box fahren, das bringt's nur. Wenn du dir die Reifen tatsächlich irgendwo kaputt gemacht hast, weil du rumgerutscht bist oder sowas. Aber nur wegen normalem Verschleiß darfst du nicht früher in die Box fahren. Alles klar.
Also was mir gestern geholfen hat noch, ich hatte mir das Rennen von Montag abgespeichert. Mir von Burritos. Das war der mit der schnellsten McLaren-Runde. Die Runde hatte ich mir angeguckt. Bremspunkte, Linienwahl. Und auch wenn ich die jetzt nicht immer hundertprozentig treffe und auch noch nicht so schnell bin, aber das hat mich insgesamt doch deutlich schneller und stabiler gemacht. Ja, ist doch gut. Da habe ich gestern noch Hotlaps geübt mit. Das geht zwar dann im Hotlap-Modus noch schöner als jetzt hier, aber ja, da hatte ich dann auch optimale Bedingungen und wir sind ja jetzt im Moment noch auf schnell nur. Ups. Also genau mit 0,0 fast in die Box rein. Sprit? Ja. Ist das ja letztens schon mal im Rennen passiert, dass ich dass mir beim Boxenstopp im Rennen der Sprit 5 Meter vor der Box ausgegangen ist. Oh nein. Du bist dann reingerollt. Ja. Da musst du nur wirklich passend bremsen. Weil du nicht mehr weiterfährst. Du kannst nicht wieder zurückfahren. Warum sind wir denn nur 16 Leute? Ja, waren 12 Stammfahrer und 4 Ersatzfahrer auf der Homepage angemeldet. Sehr stark, dass ich davon der Letzte bin. Oh. Ja, das motiviert mich. Wie ich in Olden Park, ne? Was soll ich sagen? Willkommen im Club. Ja, das ist so eine Müllstrecke hier. Wo steht denn meiner? Ups. Was ist denn mein Lollipop? Ach, da hinten. Lalepap, lalepap, lalelale, lalepap, lalepap. Ja, dann hoffen wir mal, dass ich im Rennen nicht vorbeifahre zur Garage.
der Steve wieder eine extra Einladung oder? Oder will er nicht mit uns quatschen? Sind zu schlecht für den. Sicher nicht. So. Dann machen wir mal den Stream an. Ja. Hallo Publikum. Steve ist ja noch nicht mal eine Runde gefahren. Kinder ins Bett bringen oder was macht er? Trijek 36,6. Ey, Scheiße. Ja, stark. Sowas ist letztens bei uns als Ersatzfahrer mitgefahren. Ja. Was hat sich Spirit denn jetzt gekauft? Wer hat sich was gekauft? Spirit? Ja, ja. Der tritt wohl wieder der Liga bei. Überraschung. Nein. Also, meine Fresse, das ist aber auch. Jetzt, langsam ist echt. Was ist denn Eraza? Was ist das denn? Eraser. Oder so. Ist das nicht ein PC? Wo hast du das denn? Ja, hat Spirit per Bild geschickt. Dir selber jetzt, oder? Oder irgendwo? Wookie Racing Motorsport Gruppe. Unsere Endo-Serie. Bin ich nicht drin. Eraser ist ein Computermarker eigentlich, oder? Ein Gaming-Computer irgendwie. Zu ja, vielleicht fährt er jetzt PC. PC. Ja, oder sein Link. Ich wollte gerade sagen, dass sein Link hat verkauft. Müssen. Ich weiß nicht, ob er es verkauft hat, aber. Ich verstehe den Jungen nicht. Nee, ich auch nicht. Ich verstehe. So geil. Alle zwei Wochen meldet er sich ab und wieder an. Ich feiere das, ich liebe das. Es wäre die Spirit, wenn das nicht tun würde. Mal gucken, ob er sich für nächste Saison anmeldet oder nicht. Wie oft er die Anmeldung zurücknimmt. Ihr Nassfutter hat die, ne? Hm? Oh geil, Julian spielt ja echt ACC. Achso. Ja. Setup. Ein bisschen Sprit rauslassen.
So, jetzt mal gucken. Haust du einen raus? Nö, aber ich, wo ich rauskomme jetzt. Die 112, mit der müsste ich ungefähr parallel auf die Strecke kommen. 112 Jozino. Der ist jetzt in der letzten Kurve. Na, sehe ich. Ist jetzt auf der Geraden. Der war ungefähr da, wo die. Das ist jetzt Start-Zielstrich. Ja, ich bin erster in der Boxengasse. Ja, das schaffst du nicht. Der ist ja jetzt an dir vorbei. Ja, dann ist das noch ein bisschen weiter vorne. Da ist sogar 65. Na, 65 ordnet sich hinter dir halt. Das ist der Reloadie. Aber knapp. Ja, 3 Sekunden. Ja, okay, aber dann. Die Kurve, wo jetzt 721 ist. Also in der Kurve. Ja. Das müsste dann passen. Trichex war schon auf dem geraden Stück gerade. Dann sag du mal, wann ich rausfahren soll. Also ich gehe schon auf Fahren. Ja, mach den Karren an. Du sagst mir einfach gleich, wann ich hier Gas gebe. Ja, ich sag Start, los, irgendwas. Ja. Oh, ach, scheiße, los. So, dann rollen wir mal. Roll and roll and roll and roll. Eiskalte Reifen. Roll. Ja, so ging's mir gerade auch, deswegen. Ja. Ich bin immer noch nicht beschleunigt. Ich beschleunige! Jetzt raus! Ah, der Ding ins Reloadie, ne, muss ich erst vorbeilassen. So, ich bin draußen. Ich hab's auch vor euch beiden geschafft. Okay, dann ist der Trichex einfach nochmal viel schneller. Ja, das ist natürlich möglich. Weil das bei mir jetzt ja auch gerade Outlap war und ziemlich scheiße. Aber irgendwo das Stück kurz vor Anfang dritter Sektor. Das ist halt, wo die Leute dann. Ja, vielleicht ist der Strich der Sektor. Ende Sektor 2, ja. Der Strich, nee, der da ist. Kurz, das ist irgendwo ein Stückchen davor. Muss das sein. Sorry. Ich habe gerade nur McLarens bei mir in der Tabelle. Ja, ich auch. Bis auf den einen B, der da. Ne, jetzt ist er auch weg. Jetzt habe ich auch nur McLaren. Ich habe noch einen halben Ferrari ganz unten. Oh, hier liegt ein Teil. Oh, was liegt denn hier rum? Schild. Rumliegende Teile stören, glaube ich, eigentlich nie. Das war ein Schild, was da auf der Boxeneinfahrt liegt. Ne, auch auf der Strecke, oder? Ich fahre da ungern gegen. So, Jungs. Bin ja da. Mal ein kurzer Ausflug.
Fuck. Ach du Scheiße. Ja, so viele können nächste Woche auch mitfahren. Wie bitte? So viele können nächste Woche auch mitfahren. So viele oder so wenige, meinst du? 16 ist schon okay. Das gibt gute Punkte, wenn man letzter wird. Aber du wirst in der B-Liga ja nicht letzter. Ich hoffe nicht. Aber vielleicht werde ich am Maisbett mit, bettel ich mich mit dem. Bettel mich mit Maisbett. Und hier Chakotay, Bulmas, das sind dann meine Gegner. Etwa 5. Ne, stimmt nicht. Robuste Streamer. Wir haben 4 andere Autos. Wir haben 2 Ferraris, ein Porsche, ein BMW. Der Rest ist McLaren. Ja, in der A-Liga ist das schon krass geworden. Das ist ja Markenpokal. Das ist der McLaren Cup. Trichex zähle ich eh nicht mit dazu im Porsche, der ist eh vorne weg. Den sieht man eh nicht. Dann haben wir noch 2 Ferraris drin. Und den BMW. Und mit Markus. Selbst der ist 4 Zehntel schneller als ich. Okay, das nicht. Also irgendeiner muss nächste Woche Mittwoch den Svensson abschießen. Wenn ich noch irgendeine Chance auf den WM-Titel haben will. Und dich gleichzeitig noch als Ersten durchs Ziel schieben, meinst du? Ja, so ungefähr. Weil ich weiß nicht, bei Doqua hänge ich mich dann an die Abschleppstange. Und keine Ahnung, dann bezahle ich halt 3, 4 Fahrer, dass sie den Svensson ein bisschen in die Mangel nehmen.
So wie ich das vorhin gehört habe, ist der Nico auch käuflich gewesen. Was ist der Nico? Der ist käuflich. Käuflich? Also, ja, das ja. Kann ich mir vorstellen. Es ging da um GTA. Weil er... Also ich und Julian... Julian und ich, Entschuldigung. Julian und ich spielen ja GTA 5 auf der PS5-Version. Und wollten mit Nico voll zusammenspielen. Der hat allerdings nur die PS4-Version, weil er halt mit Moritz auch zusammenspielt, der halt nur eine PS4 hat. Und deswegen spielen Jan, Philipp und Nico auf der PS4-Version, obwohl sie eigentlich PS5 spielen können. Dann haben wir gesagt, ja, dann lad ihr doch PS5 runter, dann können wir halt zusammenspielen. Dann meinte er, nee, dann mein Account, dann muss ich da neu anfangen, weil ich kann den nur einmal übertragen und dann muss ich auf der PS4 neu anfangen. Dann habe ich gesagt, ja, aber wenn du einen neuen Account auf der PS5 erstellst, dann kriegst du 4 Millionen Startbonus. Und dann war der so, ich downloade das jetzt runter. Das war so geil. So, Burritos, ich guck mir jetzt mal Burritos an. Das ist schon wieder zwei weiter. Und er hat sogar eine schnellere Zeit jetzt gefahren als Montag im Rennen. Boah, Quali. Gucken, was du da raushauen. Diesmal lassen sich die anderen vorfahren. Ah, Svensson, den guck ich mal an. Okay, wo fährt der hin? Guckst du jetzt die das Quali von ihm an, oder was meinst du? Ja. Ich habe ja genug McLaren, die vor mir, die schneller sind als ich, da kann ich ja was lernen. Ich würde mir da eher die Wiederholung angucken, dann kannst du das... Kannst du mehr sehen. Ja. Vorwärts, rückwärts, von links, von rechts, von vorne wie von hinten, ANNA. Okay, so wie Svensson fahre ich das auf jeden Fall nicht. Der hat sich nämlich jetzt schon ins Kies verabschiedet. Ja, das ist nicht so produktiv, ne. Das müsste Maiku sein, der direkt hinter ihm klebt. Und jetzt geht der innen rein, sticht da rein, aber doch nicht. Oh, schade. Oh, ne, ist gar nicht Maiku. Das war... Ist in die 900 irgendwas? Ach da, Markus. Ne, der steht in der Box. Will? Nee. Die 97 war das. Teddy.
Dann zeig mal Teddy, was du kannst. Okay, der Burst bei 400. Das kann ich nicht. Was macht er bei 400? Bremsen, Kurve 1. Ne, da bremse ich auch ein bisschen früher. Dann hat er vollen Diffusor und vollen Flügel. Kommt nicht so schnell an und hat noch mehr Grip beim Bremsen. Vielleicht. Keine Ahnung. Ich kann mir KMH angucken. Das wird so fette zum Beispiel da vorne. Ja, shit. Boah, das ist ja mal eine erste schnelle Runde. Zum in die Tonne kloppen. Klotenklopp. Wolltest du gar kein Quali fahren jetzt, oder? Ich guck mir das von hinten an. Da will ich nicht schon wieder mittendrin stehen. Wow, oh, fuck, ey. Ich schreiß hier sowieso nix. So, Svensson, ist doch gleich zu spät. Oh, scheiße. Auch noch. Da war doch noch einer, oder? Nicht? Bin ich denn im Training gefahren überhaupt? Eine 1,398. Mehr nicht? Nö. Bin ja sogar unter 1,39 gefahren. Ja, sehe ich. Du bist dann gefahren eine 1,388. Ich war eine Sekunde langsamer als du. Deswegen, was bringt mir hier das Quali mitfahren? Für die letzte. Andere sind bestimmt keine Quali-Pace gefahren. Jetzt hat sowieso die Windschatten von Svensson. Und schiebt sich auf 2. So. Alter, wie das beim Porsche aussieht.
Boah, der haut aber die Gänge runter. What the fuck? Boritos schaltet von dem 6. in den 1. in einem Durchgang. Junge. Wie macht ihr das denn, hä? Der Knopf für belegt. Den ersten Gang schalten. So sah das auch aus. Getriebe sagt danke. Wie schnell. Alter, hä? Wie schaltet der so schnell runter? Da blockt dich doch eigentlich schon das Spiel von. Eigentlich schon, ja. Ey, der haut die Gänge runter, das hast du noch nicht gesehen. Der zeigt. What the fuck? Der zeigt nicht mal die Zahl an, der zeigt nur neutral an. Habe ich noch nie gesehen, wie einer so die Gänge runterhaut. Als würde er einen Knopf spammen, so sieht das aus. Sag ja, der hat einen Kopf dafür belegt. Cool, der fährt schon mit Lenkrad, oder? Ja, ja. Fuck, wie der das Ding runterhaut. Warte, Bot, der sich jetzt. Hä? Hat er sich geportet? War ich jetzt bei. Was jetzt hier ziehen, oder ich zugeguckt habe? Warte mal. Letztes Spiel habe ich noch Speicher. Eine Minute. Der boxt sich auch wieder auf. Der fährt auch wieder los. Warte mal. Wen habe ich ja gerade zugeguckt? Ne, ich habe Yozino zugeguckt. Ich habe Yozino zugeguckt. Der hat die Box geportet und rollt gerade wieder raus. Ja. Ticket. Haha, erwischt! Wisst ihr, wenn die passiert, wäre ich mit Quali gefahren. Wär. Jetzt fährt erstmal die Wand rein. Ja, da raus. Ich glaube nicht, dass der mit Lenkrad fährt. Wer? Yozino. Das war sie nicht. Das sieht so komisch aus. Ja, aber auch mit dem Controller kannst du nicht die Gänge schneller runterschalten. Ey, du. Guck. Wie das aussieht. Das musst du dir echt mal angucken. Habe ich noch nie gesehen, dass einer so die Gänge runterhaut. Ey, der hat doch nach 30 Minuten Getriebeschaden. Wenn er es im Rennen auch macht, ja. Er ist trotzdem bei uns, der steht auf 4. Hä? Ich war gerade 7 Zehntel langsamer als Trishex. Das soll schon was heißen. Hab ich auch noch nie einen so fahren sehen. Oh, jetzt kommt er viel zu weit raus. Oh, dreht sich weg. Oh, ne, fängt es ab. Scheiße! Ey, Snus, ich möchte solche Kraftausdrücke nicht in meinem Stream haben.
Meine ich so Leute, die sich nicht beherrschen können. Was macht der Steve denn jetzt eigentlich? Der Steve dreht seine Runden. Der ist gerade auf der Gegengeraden. Wo ist der so? Der ist P14. Drei Sekunden. Ja, ja. Der hat noch 6/10 Rückstand zu dir. Dahinter ist dann noch Markus. Der ist nochmal eine Sekunde weg. Und dann komme ich jetzt ganz hin. Ja, du bist doch noch gar nicht gefahren jetzt. Das ist richtig. Ich guck mir das Spektakel von ganz hinten an, aber Black Sheep steht gerade nicht gut da, kann ich mal so sagen. Wo ist eigentlich Acker? Ich hab keine Ahnung, ich glaube, der hat's dran gegeben. Unfassbar. Wenn er nicht um die Meisterschaft kämpfen kann, dann hat er keinen Bock. Achso. Hab ich so das Gefühl. Also kann man nur mitfahren, wenn man gewinnt, verstehe ich. Fühl ich. Ja, ich hätte auch keinen Bock, ein Zweiter zu werden. Deswegen will ich auch in die C-Serie gehen, dann kann ich dann immer Erster werden. Aber weißt du, was ich nicht verstehe? Hm? Nächste Woche ist dann, also in 2 Wochen, ist dann Saisonfinale. Ja. Warum hat man den Nürburgring nicht noch mit reingehangen? Nordschleife. Finale. 24. Nordschleife. Ja. Weil das zum normale Ligarennen fahren eine scheiß Strecke ist. Sehe ich nicht so. Ey, ich bin noch 2 Plätze vorgerutscht. Also, ich fahre lieber 2 Stunden Nordschleife als wie 30 Minuten Indianapolis. Nein, die Nordschleife ist ein klasse Rennstrecke für Endurance-Rennen. Aber ist halt für so ein 1-Stunden-Liga-Rennen überhaupt nicht geeignet. Jozino steht wieder in der Box. Jetzt habe ich aber nicht gesehen, ob der geportet hat. Er fährt auf jeden Fall wieder raus. Aber ich kann doch Wiederholung gucken, oder nicht? Kannst du. Oh, da dreht sich ein Januar Pfand vor mir weg. Wo bin ich denn hier? Okay. Eine Runde entspricht von 0 bis 15 Minuten. Das ist auch interessant. Das ist ja immer die Runde, die von dem, den du dir gerade betrachtest. Ach so, ich gucke ja mir selber zu. Ja, ja. Ja, welche du Nummer bist ist ja immer noch in deiner ersten Runde. Welche Nummer ist denn hier? Ja, der eine. Ich habe den Namen schon vergessen. Jozino. Warte, ich gehe nochmal zurück, guck mir die Nummer an. Jozino ist die Nummer 112. So, dann gehe ich wieder in die Wiederholung rein. Gehe auf die 112. Oh, das ging ja schnell. Gehe auf die 112. Oh, noch 1/10. Also hier sieht man deutlich, nach Start und Ziel portet er sich in die Box und fährt wieder raus. Ja. Und das ist jetzt 2-mal passiert. Ja, dann klippt das doch eben und schickst... ja, ich hab's auf Stream. OD oder... Oh, ich weiß nicht klippen, hab ich im Stream drauf. Wer ist für die A-Liga gerade zuständig? Ne, cooler Mann. Ich denke mal, Robusto als Zuschauer jetzt auch schon gesehen haben. Wenn nicht, dann, ja gut, kann man so mal drauf aufmerksam machen. Kann ich denen das von mir aus mal schicken? Ja, wie der fährt! Der fährt Schlangenlinien auf der... Schlangenlinien auf der Stadt Zielgeraden. Vom 6. in den 1. in 0,3 Sekunden.
kannst du schon dafür ein Ticket machen. Der tut doch dem Auto weh. Das ist. Meinst du hier Autoquälerei? Ja, Automisshandlung. Ja, eben. Ja, schicken wir das Jugendamt raus. Das Autoamt. Das Autoamt. Autoamt schicken wir raus. Muss man nach dem Rechten sehen, ob da das Auto gut behandelt wird. Nee, das geht nicht. So, ich porte mich jetzt in die Box. Und fährst nochmal raus. Und bin ich jetzt gelb? Nö. Aha, weil ich im Gelben stand eigentlich. Aber hast das Gelbe. Ja gut, das Gelbe auch ausgelöst dann. Ja, eben. Ja, keine Ahnung. Vielleicht macht er das so manchmal. Macht das so ein bisschen. So. Jusinho und Svensson auf A2. Ab in die A-Liga. Ja, guck dir jetzt mal Jusinho an. Das ist jetzt so geil. Jetzt. Ich sehe die Gänge nicht. Was war das denn? Maschinengewehr? Das sag ich doch! Das ist so geil! Aber das war jetzt gerade in zwei Stufen, ne? Keine Ahnung. Das ist so stark. Das geht eh ratatatatat! Gegen den See. Hab ich noch nie gesehen, wie er das die Gänge runterhaut. Jetzt sehe ich ihn mit Gangzahl. Wenn du nur kurz auf den Trigger drückst. Drei Stück jeweils. Doch, sowas geht. Du hast. Wie kann man den so runterschalten? Guck dir das mal an! Bitte dich! Das ist doch ein Bug. Robin ist cooler Mann her. Das ist gerade gejoint, oder? Also kann man doch im Quali joinen. Oh, gut zu wissen. Ja, ich glaube schon, ja. Toll, bin ich nicht mal letzter. So, was sagt denn der Zeitplan? 36,1, 36,5. Der Zeitplan sagt, dass ich jetzt aufs Klo gehe. Aber ich warte noch, bis das umgestellt ist. Komm, Maiku, aber doch P4 jetzt. Also, scheint er sich doch berappelt zu haben. Ja, und ich außer Svensson bin ich dann der Erste aus der A-Liga. Außer B. Ratzi ist auch außer B-Liga, sind es ja auch nur drei Leute. Die anderen sind ja auch komplett Ersatzfahrer. Ah, mir steht so um mich rum, Steve. Der denn so für Runden? Auch nur eine ungültige gefahren. Oh, der hätte aber schneller sein können. Das sind fast eine halbe Sekunde. Und da, ja okay, das zählt nicht. Also Steve hätte eine halbe Sekunde schneller sein können mit seiner Bestzeit. Wenn er die Sektoren optimal zusammengewürfelt hätte. Oh, können wir jetzt mal umstellen? Das kackt. Dann wäre der sogar auf P11. Zwei Plätze weiter vorne mit einer halben Sekunde. Was ist denn das Problem für dich? Hä?
Klo ist umgestellt. Geht ja, endlich, ey. Das Klo. So. Ups! Steve noch mal, ne? Jetzt muss ich mich auch ans Kabel hängen. Das ging aber schnell. Steve hat keinen Bock, sagst du? Wir haben gerade nochmal eingeladen. Kommt nicht. Wenn ich mit uns abhängen will. Oder wird sich der Nico ja freuen. BMW Z4 GT3 kehrt auf Nürburgring Nordschleife zurück. Der ist ja auch zuletzt in Gran Turismo gefahren. Ist das nicht der M2 Cup gewesen? M2? Hm. Wie bitte? War es nicht der M2, den er gefahren ist? Nee, der ist in Z4 eine Zeit lang gefahren. Hm. Fand den auch voll toll. Der kommt in ACC? Nein, auf der Nordschleife fährt er. Ach so. Ich schätze jetzt am Wochenende. Weiß ich nicht. Was sagt hier? Speed Week. Eines der legendärsten GT3-Fahrzeuge aller Zeiten. Ja, dann. Im Rahmenprogramm des 24-Stunden-Rennen auf dem. Ach so. Ja, toll. Also so ein Vorrennen oder sowas. 30 Seconds. Ja, irgendwie sowas. Oh, es geht los. Gentlemen, start your engine. Oh, Water Temperature geht hoch. Wassertemperatur, die interessiert mich direkt. Hier ist bei mir eine Anzeige, steigt die gerade rapide hoch. Ah ja, bei mir jetzt auch. 56, 57, 58. Ja, bei mir auch. 60. 60.
bestimmt bis 80. Aber in der Tat interessiert die mich gar nicht so. Ab war 65. Interessieren mich die ganzen Anzeigen da eigentlich gar nicht. Oh, der Hinterm ist weg. Ah, es geht los, es geht los, da vorne. Hinterm war einer. Wer ist denn jetzt geportet? Hinterm sind zwei Autos weg. Und, hä? Ah ne, da ist noch einer. Wieso haben wir... Hä? Wieso ist denn jetzt... Hä? Markus, du hast gepennt, mein Freund. Cooler Mann ist 20. Ich bin 16. als Vorletzter. Bei mir stehen nur 12 von 18. Bin ich. Wieso hast du 20? Cooler Mann ist hinter mir 20. Ich bin 16. vor ihm. Ja, aber... Es sind doch gar nicht 20 Leute hier. Ja, das deswegen ja. Deswegen sage ich ja, cooler Mann ist hinter mir 20. gelistet, aber ich bin 16. und fahre vor ihm her. Und jetzt ist er in mich heute reingefahren. Was soll das denn jetzt? Glaube ich, das ist nicht gemeint. So, erstmal meinen Reifensatz wechseln. War schon auf 20 schon. Wo ich glaube, ich habe eh kaum einen benutzt heute. Uhuhu. Oh Markus, will nicht teleporten. Mal Gas jetzt. Boah, jetzt muss ich noch mehr aufholen. Oh, der tat. Ne, hä? Wieso bremst der schon? Das Rennen geht los. Oh Gott! Geil. Machst du da alle? Ah, ist das geil. Hier ist das Chaos ausgebrochen. Ratz müsste eigentlich vor mich kommen hier. Ratz C. Und er will mich jetzt nicht überholen. Und jetzt stehen sie wieder alle. Muss vorbei, Junge. Der überholt mich nicht. Es geht ganz hinten. Da kann ich jetzt auch nichts für. Steh auf meiner grünen Liste jetzt hier. Hat jetzt Pech gehabt, wenn er hinten startet. Bin ich denn dafür? Schon mal eine Position gewonnen. Ich komme jetzt schon ab. Danke! Alter, hältst du dich aus allem raus und dann kriegst du einen ab. Ich war so vorsichtig unterwegs und dann kriegst du einfach einen an Zeck geknallt. War ja wieder. Geh geradeaus, fuck Auto, Mensch! War ja wieder Masterclass und gestört, ey. Ja. 6 Sekunden Schaden. Es läuft. Oh, da stand einer. Pass auf, hinter der Kurve. Ja, der steht auch immer noch hier. Oh! Ja. Ich gehe, Ich gehe Boom flippen.
Lol, der Form ist despawned. Lol, der Form ist wieder da. Alter, das ist so. Das ist wieder so ein Müllrennen. Wo ist die eigentlich hin? Der ist ein Stück vor mir, nicht viel. Bin ich richtig geworden? Nee, ich hab mich richtig verloren in der Kurve nach der 180 Grad. Im Moment bist du mit dem Auto am Kämpfen. Versucht die ganze Zeit auf die Reifen einfach aufzupassen. Steve ist zwei Plätze vor mir, das ist aber innerhalb von einer Sekunde oder knapp drüber. Ja, ich sehe ihn noch. Und direkt hinter Karat, der hinter dir ist. Alter, der raucht nicht alles zu. Alle. So, gerade ist direkt an dir dran, der ist links. Boah, das war knapp. Boah, jetzt riecht mich was weg. Ich glaube, der saugt sich jetzt richtig ran an dich. Die Diving Monkeys, Junge. Die sind es. Boah, Jungs! Ui, 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 ui. Boah, oh. Gottes Willen. Ja, das war's mit Stevie. Ich glaube, der hat übersteuern gehabt. Und dann hat der andere ist dann seitlich in ihn rein. Das war cooler Mann. Vermute ich, so wie das da aussah, wie die da standen. Ja, oder Stevie wurde vorher am Heck getroffen. Oder so. Ey, was macht das Auto denn hier? Das sieht nicht stabil aus. Nee, fühlt sich auch überhaupt nicht an. Raus. Ja.
Ist auch wieder hinter mir. Fuck. Fürs Durchlassen. Nö, nö, noch nicht. Jetzt komme ich jetzt weit raus. Steve ist weg. Schlecht. Hat sich gedreht? Vermutlich. Er ist ja immer hinter dir. Ja, aber 3 Sekunden jetzt. Ja, dann hat er vielleicht einen wilden Querstier gehabt oder so. Jetzt schon einer in das dumme Klo.
Kann ja nur die 442 sein. Cooler Mann. Der hat auch Last mit, ne? Ja, die Form ist eine Trottelsekunde schneller als ich. Komme ich niemals ran. Oh, es ist aber Maiku 1.42 gefahren. Oh, 3 Sekunden aufgeholt. Eine Strafe? Der hat die noch nicht abgesessen. Der stand doch gerade, der hat die abgesessen. Nee, erst war Erinnerung. Noch so viel Runden. Yes. Ich dachte, das war die Bestätigung, dass er die abgesessen hat. Jetzt ist er in der Box. Unter 50% war Bremsbalance hinten, ne? Ja.
glaube ich, etwas B-Serienrennen den Luft. Die Bremsluftkanal vorne noch eins öffnen, ne? Wie hast du jetzt? Aus dem Kopf weiß ich es nicht, aber es ist. Ich habe halt die ganze Zeit vorne links 110 Grad. Also ich habe beide vorne hinten auf. Auf 4. Ja, ich glaube, ich habe das auch. Ich habe das ja von dir übernommen. Wobei das meine persönliche Einstellung war, nicht die aus dem. Aber du fährst ja eh das andere Setup, ne? Ja. Aber auch da, also die Bremsluftkanäle, das ist was, da richte ich mich nicht nach vorgegebenen Sachen. Naja, das kommt ja auch auf Temperatur sowas an. Ja, ja. Mark Bulermann hat abgestellt. War ein kurzer Auftritt. In der Tat. Quali reinkommen, drei Runden fahren. Vielleicht noch Stevie gedreht, wer weiß. Möglich wäre es, ja. Immer zu weit raus, ne? Nein! Das ist auch so eine Nemesis-Kurve bei mir. Oh, hier ist einer. Die Schikane gerade ausgegangen. Wieso bin ich denn nur noch 13? Ich war da eben mal. Ach, das warst du. Da war ich 12, als ich noch vor dir war.
Zwei Runden noch, ey. Ich komme schon wieder viel zu weit. Zum Glück gibt es das Dark. Sind also schon so viele in der Box? Das weiß ich nicht. Mit 10, so. Ist doch gut für uns. Wenn die dann jetzt schon Reifenprobleme kriegen. Ich meine, ich krieg sie auch, aber ich reite das jetzt irgendwie über die Zeit. Mensch! Was die wir auch schon drin? Ich weiß nicht. Die 58 nicht mehr auf der Map. Ne, kann ich gerade auch nicht finden. Kollege, so ein Scheiß. Kollege Schnürschuh. Janofant macht den Undercut. Ja, da könnte ich ausgehen. Ja. Bezahlte aber am Ende des Runs. Sicher hätten wir ein schönes Nachtrennen draus machen können. 14 Grad. Dunkelheit. Nee, jetzt fahren wir bei 30 Grad. Okay. Alter, was wollt ihr von mir? Kann ich nicht. Alter, geht mit euch auf den Sack jetzt. I know this.
Und auch Zeit. Hey, ich bin sauber in die Box reingekommen. Yippie. Ja, ich bin ein bisschen sehr vorsichtig reingekommen. Ja, ich auch ein bisschen, aber ich habe hier schlechte Erfahrungen. Boah, perfekt. Nein! Ich bin so doof, ich hab den Schaden nicht rausgemacht. Hattest du Schaden? Ich hab 6 Sekunden Schaden gehabt. Oh. Ja, ich wurde am Anfang gedreht. Dann komm ich ja vor dich raus. Scheiße! Hab ich das vergessen. Fuck. Nein! So dumm. Ja, du kannst es losfahren. Fast. Jetzt. Wow! Wow! Du Mogler, das ist doch nicht richtig. War das 7 Sekunden zwischen uns? Aber ich bin dann doch noch vorsichtiger in die Box als du, keine Ahnung. Ja, das heißt aber, dass die hinter uns waren, wie Jano fand. Ja, der kommt wahrscheinlich. Der kommt nämlich jetzt auf den Platz. Wo ist er denn? Ich sehe ihn noch nicht. Ah, das sind ja alles hier. Ich weiß nicht, wo es hier lang geht. Berg ist lang. Gecuttet, nicht so schlimm. Ich auch. Ja gut, damit ist der Weg nach vorne natürlich. So, jetzt gucken. Janofan, 7 Sekunden hinter uns. Hm. Oh, dann hat der aber mehr repariert. Weißt du, was ich eher glaube? Ich glaube, der ist früher in die Box gefahren, kam dann in die Überrundung. Meinst du, dass ihm das so viel Zeit gekostet hat? Je nachdem, welche Stelle. Ich glaube, wenn du so einen Trishex hinter dir hast. Ja, oh, den würde ich ja warten lassen dann eventuell. Der bis, wartet aber bis... nicht. Oh doch, bei mir schon. Haben wir jetzt. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Na, ich hab doch fehlt zwei Plätze verloren jetzt durch den Scheiß. Nee. Wo ich war vorher auch 12. Eben. Dann haben Mystery Horn und Ratze verloren. Weil ich war hinter Maiko. Der auf P9 jetzt ist. Ich muss sagen, also vor den Boxenstops waren wir auch 12 und 13. Waren ja recht alle Zeiten da drin. Trishex ist jetzt gleich hinter uns. Ja, es sind aber noch 24 Sekunden. Ja, warte mal 5 Runden. Ich glaube, der überrundet uns. Das kann wohl sein.
jetzt hat er aber über eine Sekunde nur gut gemacht. Beziehungsweise echt minus. Das ist nicht gut. Boah, ich bin die erste. Nein, ich bin sie nicht gefahren. 38.0. Also ich bin bis jetzt auch nur 39.0 gefahren. Das, Boah, ich hole halt nach vorne nicht auf. Ein paar Zehntelchen. Aber die sind halt Sekunden weg. Boah, da steht jetzt einer. Okay, jetzt habe ich ihn vor mir. Jetzt habe ich das auch. Mystery Heart. Ich jetzt wahrscheinlich nicht aufhalten, ne? Scheiße. Das denn? Ich hab doch früh genug gebremst. Ist der eigentlich A-Stammfahrer? Mystery Horn. Ja, müsste ja eigentlich, ne? Weil der ja, hat ein Team. Weiße Startnummer hat. Hat ein Team.
Ja, haben wir auch. Ja, wir haben keine weißen Startnummern. Eben. Also, der ist der A-Fahrer, ja. Der struggelt aber ein bisschen hier. Also mit dem halte ich mit. Jetzt hält er mich aber auf, ey. So, gaining, 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 gaining. Komm, komm, komm. Geovertaked. Ne. Trichex ist nur 7 Sekunden hinter mir. Ja, das ging ja schnell. Nicht wahr? Und du bist ja auch schon 8 Sekunden vor mir wieder, ne? Der Fall bin ich schon vor, bist du, Johann? Achso. Krass, ey, du warst im Quali so viel schneller, ey. 8 Sekunden gar nicht du, sondern... Mystery. Aber krass, wieso warst du im Training so viel schneller als ich? Ich hab keine Ahnung, warum ich jetzt ein Rennen nicht hinkrieg. So, ersten Angriff von Jan Ofant abgewehrt. Sehr gut. Den so lange auf wie es geht. Ich hab keinen Bock auf den. Du brauchst dir um den keine Sorgen machen. Komma 8 Trichex.
So, jetzt habe ich Janopfand wieder im Kofferraum. Nein, Leute! Ey, mit deiner Überrundung kannst du aber bitte warten, bis der Positionskampf hier vorbei ist. Was, ey, geht ja über den Curb so drüber her? Das gibt's ja nicht. Rechecks oder wer? Ja. Den ersten Curb in der ersten Kurve. In. Okay. Als wenn der gar nicht da wäre. Vielleicht ist das das Geheimnis. Aber der fährt Porsche, ne? Ja. Ja, vielleicht ist das das Geheimnis. Vielleicht schluckt er die ja besser. Okay, Mr. Johann hat einen Fehler gemacht, ist 3-5 hinter mir. Nein, ich dreh mich ab. Jetzt dreh dich auch richtig Auto, ey, scheiße, was macht der denn hier? Warum braucht er jetzt so lange, um sich zu drehen? Ey, das gibt's doch gar nicht. Das finde ich auch krass. Du hast in jeder Kurve hast du so ein Übersteuern, die kommt immer das Heck weg, aber wenn du einmal so ein Turn machen willst, geht gar nichts. Sekunden hat mich das jetzt gekostet, ey. Nur einmal im Kreis drehen. Das ist scheiße, ey. Ja, glaube ich. Habe auch schon überlegt, mir eins dieser Zahnräder, die du oben am Daumen hast, mit TC zu belegen, dass ich das, wenn ich mal falsch rumstehe, schnell auf TC0 schalten kann. Um einfach einen Turn, um Burnout zu ziehen. Problem ist, ich komme da manchmal beim Fahren dran. Das ist dann eher schlecht. Aus Versehen komme ich da nicht dran. Aber... Svensson kommt gleich zum Überrunden. Ach je. Hey. Das ist so peinlich, ey. Da weißt du, wie das in der B-Serie laufen wird. Den werden wir nicht halten können. Ich glaube, der kreuzt sich jetzt zum Weltmeister. Fuck! Ah, versuch dich zu konzentrieren. 7 Minuten.
Svensson ist vorbei, dafür habe ich jetzt den Markus hinten am Eck. Ja, Svensson ist nicht dein Gegner. Dem Rennen. Nein, das ist ja auch nicht das Ding, aber dass ich jetzt bei der Überrundung so viel Zeit verloren habe. Und der Markus, der ist eine Position. Ach, der fährt aber jetzt aufs Gras. Sehr schön. Ich habe zum ersten Mal in den Flow reingefahren jetzt. Seit dem zweiten, also seit dem Stop jetzt. Ja toll, dann ist er nur noch... Ich bin drittletzter, ey, das ist doch scheiße. Vielleicht überrundet mich Trichex noch. Kann ich gleich eine Runde weniger fahren. Das wäre super. Naja, aber auch wenn ich den Schaden nicht repariert hätte, ich bin 11 Sekunden hinter Ratze, das hat nichts ausgemacht.
Nein, die Drang. Meine Fresse. Der geht ja echt voll über den ersten Curb drüber, ist der krank. Das ist geil, ne? Ich schluck dir dazu erst nix. Wenn ich das mache, gehe ich mit allen vier Reifen in die Luft. Infield, ey. Sieht mir so, der hatte so viel Grip. Schlägt er so viel besser raus. Jetzt bremse ich mich auch noch. Ich werd's weiter. Schön wär's. P11. Schade wegen dem Anfang, wegen dem Crash. Aber ansonsten eigentlich fehlerfrei. Besser mit den Reifen zurechtgekommen als noch am Montag. Yay, P14 verteidigt. Eigentlich ist ja die ersten paar Kurven, die sind eigentlich voll wie Barcelona, ne? Barcelona? Ja. Hast du lange gerade, dann hast du so eine
Rechts-Links-Schikane. Und dann geht's nochmal nach rechts rum. Ja, mehr oder weniger, ne? So, also zumindest von der Geometrie her ähnlich. So. Die Radien und so sind anders, aber... Svensson auf P3, ey. Ja, B-Serie. Ja. Da weißt du Bescheid, ne? Also, ich habe schon so ein bisschen vielleicht die Befürchtung, dass sie uns beide womöglich auseinanderreißen. Dass du in die A gehst? Hm? Dass du in die A gehst? Nee, du. Guck mal auf die Tabelle. Ne. Guck mal auf die Tabelle, Kollege. Ja, zieh mal die drei Streichergebnisse ab. Ach, oh, ich muss ja nach hier fahren. Die sind abgezogen mittlerweile. Das ist schon die... neutralisierte Tabelle. Wo stehe ich da? Wenn die das aktualisieren würden, könntest du auf P2 stehen. Vielleicht P3, ich bin mir nicht sicher. Scheiße. Ich wechsle das Auto. Verliere ich leider 50% meiner Wärmepunkte. Ah. Ja, Wiederholung. Ja, ich speichere mal Wiederholung. Ich gucke mir auf jeden Fall den Start. Start, den gucke ich mir an. Ich weiß nämlich nicht, wo ich den Treffer gekriegt habe. Hallo, wieso? Was ist das denn jetzt? Ich kann den Cursor nicht bewegen bei der Wiederholung gerade. Nochmal, Wiederholung. Wieder nicht. Was war denn das für ein Scheiß? Zweite Garage. Ja, okay, ich weiß, wo ich den hergekriegt habe. So. Rennen. ...36,5 hat er. So, ich guck mal meine Sicht an. Bin echt vorsichtig gefahren am Anfang. 36,9. Wo ist eigentlich, Reality abgeblieben? Ach, da ist er auf P4. LOL, Alter, was macht denn die 442? Alter, der spielt ja Kegel mit uns. Mann. Ja. Also wenn du einen Schuldigen haben willst, hat sich einer für gemeldet. Mir ist ja nichts passiert. Ja. Aber Stevie, der ist aus der Wiederholung nicht speichern. Ach, da ist der Scheißkörper. Wiederholung speichern. Der träumt drei Leute ab. Okay, er räumt zwei ab und fährt einen hinten rein. Direkt nach dem Start oder? Nee, Kurve 4 oder so. Aber in der ersten Runde. Ja, natürlich. Da habe ich auch meinen Treffer herbekommen. Okay. Er fährt Stevie rein und räumt dann zwei. Hart. Also das. Runden nach vorne. Also er wartet. Aber come on, das Rennen ist halt am Arsch. Wen hat denn der da noch erwischt? Wo ist denn hier? Ist der hier? Wer ist das denn hier? Sind wir denn da? Das ist Markus. Achso, und auf cooler Mann muss ich gehen, sagst du? Ja, ja. Third person, da siehst du alles. Da ist er. Da siehst du, was mit mir am Start passiert ist.
Aber wahrscheinlich hat er das deswegen dann auch aufgegeben, ne? Ja, der ist in die Box gefahren, hat eine SG-30 bekommen und ist doch nicht mehr rausgefahren. Ui, jo. Was, du Scheiße. Ja, ich dachte, dem Stevie fährt er hinten drauf und Markus und mich räumt er ab. Oh. Naja. Ist Testrennen, also ja, Testrennen für mich. Trainingsrennen, A-Serie, Ersatzfahrer, also von daher ist mir so egal. Ich bin doch auf. Ach doch, auf. Nee. Auf 14 bin ich gestartet.